Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe ein paar coole Neuheiten entdeckt und zwar bei Fansales. Ein paar Produkte habe ich nachgeshoppt. Was heißt nachgeshoppt? Aber habe ich schon und dachte, ich könnte was sein für eine Verlosung. Da habe ich nämlich demnächst wieder was geplant. Es ist nicht wenig, deswegen legen wir gleich los. Tüte kann weg. Und wie gesagt, ich habe bei Fansales bestellt. Ich finde den Shop richtig gut. Der ist gut sortiert und der hat auch eine gute Qualität für kleines Geld. Und da habe ich unter anderem eine Karte wieder mitgenommen. Und zwar die hier. Ich finde die sehr, sehr schön und ich finde, die geht auch immer. Das ist ein Schwan mit einer Krone. Ist nicht so viel zu painten. Die hat man dann auch schnell mal gemacht, wenn man eben kurzfristig eine Karte braucht. Hat mir sehr gut gefallen. Gucken wir mal rein. Da ist ein Toolkit wieder mit bei. Dann sind das die Steine. Ja, das ist nicht so viel. Das sind normale Steine, runde Steine. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich aber welche austausche. Und zwar die hier von der Krone. Das sind jetzt verschiedene Gelbtöne. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da eben vielleicht einfach nur einen Ton dann verwende und die gegen Strasssteine austausche. Oder dass ich vielleicht einfach hier oben die, ja, die Perlen von der Krone, dass ich die vielleicht ein bisschen anders mache, dass ich da vielleicht bunte Strasssteine nehme. Mal gucken. Also da könnte man noch so ein bisschen rumbasteln. Ja, ansonsten außenrum das Konfetti, da könnte man auch noch ein bisschen mit Strass arbeiten. Ich finde es sehr, sehr schön. Da kann man noch ein bisschen kreativ selbst sich was einfallen lassen. Und jetzt gucken wir mal innen rein. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Das passt sehr, sehr gut zur Karte. Gefällt mir richtig gut mit den Herzchen. Sehr schön. Das ist eine schöne, dezente Karte. Sehr stilvoll. Die gefällt mir richtig gut. Jetzt geht's weiter. Da habe ich nämlich noch das ein oder andere Bild. Ich beginne mal mit dem kleinsten. Ich glaube, das war nämlich was. Nein, das war es nicht. Okay, aber ich beginne trotzdem mit dem. Oh Gott, Leute. Und ihr wisst ja, ich liebe Mystery-Bilder. Und ja, das ist eins. Ein Mystery-Bild habe ich bestellt. Ich glaube, das ist 30x30. Und tatsächlich erkenne ich nichts. Doch, wobei, jetzt so in der Kamera. Oh Leute, wartet. Das Yoda, oder? Okay, ich bin so ein Freak, ne? Ja, Selbsterkenntnis ist leider in dem Fall nicht der erste Weg zur Besserung. Ich bestelle mir ein Mystery-Bild, will dann aber direkt unbedingt wissen, was es ist. Und ich bin so durch, Leute. Ich habe das dann teilweise sogar auch abfotografiert und habe das in verschiedene Filter eingesetzt, weil ich dann dachte, mit dem einen oder anderen Filter könnte ich erkennen, was es ist. Und wenn ich eine Vermutung hatte, habe ich den ganzen Shop durchgesucht und habe geguckt, ob das das Bild sein könnte, ob ich das finde. Irgendetwas muss da schiefgelaufen sein, aber jetzt im Nachhinein kann ich es auch nicht mehr beheben. Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich erkenne da jetzt was, wenn ich das so halte. Boah, Leute, jetzt kommt's, ne? So erkenne ich irgendwie nichts. Aber in der helft mir mal bitte. Ist das Yoda? Nein. Warte, ich zeige euch mal die Steine. Das ist nicht Yoda. Nee, ich weiß es nicht. Das sind die Steine, das sind eher, ja, so dunkle, gedeckte Töne. Ich weiß es nicht. Da ist super, eigentlich ist da fast nur braun
rosa, ganz, ganz wenig rot und so ein helleres beige-grün. Das war's. Ansonsten nur so rot-braun sind vielleicht Füchse. Ich weiß es nicht. Also so muss es auf jeden Fall irgendwie gehören. Leute, bitte, was ist das? Ich dachte auch schon irgendwie, es könnte... Oh, ich weiß es nicht. Oder hier. Da, ich finde, das sieht irgendwie aus wie, klein, wie so ein kleiner Judakopf mit den Ohren hier. Und der ist dann... Hier. Oh Gott, Leute, ich weiß es nicht. Der ist dann irgendwo drin. Aber das hier könnten auch Arme sein. Ist das eine Krabbe? Nee, es geht ja auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Helft mir. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich spannend. Ich komme da nicht drauf. Ich weiß nicht, was es ist. Mystery halt. Folgt mir gerne auf Instagram. Rosa87li-diamondpainting heiße ich da. Und vielleicht könnt ihr da dann auch schon das Bild sehen, wenn das Video online kommt, weil ich die Videos ja vordrehe. Heute habe ich Drehtag, deswegen sehe ich auch in jedem Video jetzt so aus, weil ich das alles an einem Tag drehe. Mir persönlich ist es aber nicht wichtig, was ich für einen Pulli anhabe oder das ist egal. Es geht um die Produkte und ich habe ein Kind und noch mehrere Sachen zu tun. Und deswegen kann ich nicht jeden Tag frischen Video drehen. Deswegen habe ich Drehtage und an den anderen Abenden schneide ich dann. Sonst mit Familie ist es schwierig, ne? Genau. Okay, Mystery. Jetzt kommen wir dazu. Ich glaube, das ist das Bild für die Verlosung. Ja, das habe ich auch zu Hause. Das hebe ich mir aber noch auf, weil ich jetzt jeden Monat, das könnt ihr auch auf Instagram nachverfolgen, jeden Monat ein Bild zu einem bestimmten Thema machen möchte. Und Toolkit natürlich wieder bei. Das sind die Steine, das sind runde Steine, die sehen auch super aus. Also, ja. Nichts zu meckern. Passt alles. Tada! Das ist es, das Bild. Ja, das ist für Ostern. Das möchte ich gerne um die Osterzeit machen. Weil, wie gesagt, ich habe mir das vor längerem schon mal bestellt. Und ich finde das richtig schön. Das sieht total niedlich aus. Ein Hase. Als ob der so eine Fotobombe macht oder so ein Selfie macht. Und ja, wie gesagt, das dauert immer ein bisschen in den Shops. So circa 10 bis 14 Tage, je nach Corona-Lage. Und da könnt ihr euch das vielleicht schon mal vorab sichern. Um die Osterzeit. Genau, das möchte ich gerne vielleicht im April. Wann ist denn Ostern? Jetzt kommt's, keine Ahnung. März, April? Weiß nicht. Möchte ich das gerne, ja, zum Themenbild machen. Genau, weil jetzt haben wir ja aktuell, wo ich das drehe, den, jetzt kommt's, 15. Januar. Und aktuell mache ich ein Bild zum Thema Winter. Genau. Das möchte ich im Januar fertig machen. Und das wird dann Thema Ostern sein. Ich finde, das passt dazu. Aber das hier werde ich zurücklegen für eine Verlosung an euch. Ich finde, das war einfach passend und zu Ostern plane ich wieder eine Verlosung. Genau. Vermutlich auf Instagram mal gucken. Da ist es einfach übersichtlicher. Nächstes Bild. Oh, das ist so schön. Kann auch sein, dass ich das nochmal bestellt habe, weil ich noch ein paar, zwei, drei Bilder wollte für Verlosungen um die Osterzeit. Wollte ich ein bisschen was verlosen. Und das hat mir so gut gefallen. Also kann sein, dass ich das nochmal habe. Das behalte ich jetzt erstmal. Da ist es. Oh mein Gott, ich wollte doch noch hier bei dem Hasenbild die Klebekraft. Machen wir jetzt bei dem. Das ist es. Ich finde es mega, mega schön. Gefällt mir richtig gut. Das ist ein kleines Rehkitz. Versteckt sich ein bisschen im Gras. Mal gucken, wie es rauskommt. Das ist so ein, ja, wie so ein Fotodruck eher. Wo man dann noch so ein bisschen den Hintergrund durchschimmern sieht, wenn die Steine drauf sitzen. Mal gucken, wie es rauskommt. Und
die Klebekraft ist eigentlich bei den Bildern relativ gleich in dem Shop, nämlich sehr, sehr, sehr gut. Man kann auch alles wirklich super gut erkennen. Da wurde mit Kontrasten gearbeitet. Bräuchte man jetzt nicht unbedingt ein Lightpad. Ich persönlich finde es einfacher mit Lightpad. Ist aber bei dem Bild wirklich nicht nötig. Wenn ihr jetzt keins haben solltet, das Bild könnt ihr auch so ganz gut machen. Es hat 24 Farben, runde Steine, 30x40. Und das sind die Steine. Und die sind alle sogar in Zipbeuteln verpackt. Mir persönlich ist das nicht wichtig, weil ich meistens nicht aus Beuteln painte. Aber viele mögen das. Ja, finde ich schön. Und das sind auch relativ große Zipbeutel. Kann man gut wiederverwenden. Kommen wir zum nächsten Bild. Oder das ist noch so ein eher mittleres Bild. Und das sind zwei große. Ich mache jetzt erstmal das mittlere. Ah, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Das sieht so schön aus. Ah. Ich glaube, das war bei den neuen Bildern dabei. Toolkit. Runde Steine. Ja, so ein bisschen grün. Was Rosanes auch. Ja, ziemlich viel Grüntöne. Türkis. Rosa. Oh, Leute. Ihr findet es bestimmt auch schön. Mal gucken. Oh. Ich finde das so niedlich. Und das erinnert mich irgendwie an das Neinhorn. Wer kennt das Neinhorn? Ich finde das so süß. Gibt auch eine schöne Geschichte. Die haben wir jetzt gerade angefangen als Hörbuch. Also die Kleinen und ich, wir hören dann Hörbuch oder puzzeln dabei dann noch. Oder hören das einfach nur an. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Kurt das Einhorn oder so. Das ist auch witzig, ne? Also das ist echt witzig. Wir haben es noch nicht fertig gehört, nur zur Hälfte. Also falls ihr Kinder habt und ein Hörbuch sucht. Klebekraft wieder sehr, sehr gut. Vorschaubild, DMC-Nummern. Runde Steine hat es, 30x40, 24 Farben. Ein wunderschönes Bild und ich finde, das passt auch gut in ein Kinderzimmer. Könnte man auch gut verschenken. Ja, wunderschönes Bild. Und ich glaube, ich meine, das wäre das Schönste aus dem Haul. Ich weiß es aber nicht, weil ich nicht mehr weiß, was in den anderen zwei ist. Das hier. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah, doch, das ist auch schön. Aber das Einhorn, das, ja. Aber das ist auch cool. Und das ist groß. 50x40. Und ich finde es halt cool, dass es jetzt in den Shops auch so große Bilder gibt, weil meistens gab es immer eher so 30x40 Bilder. Toolkit, schönes großes Stück Wachs, weil das ja auch ein größeres Bild ist. Also finde ich gut. Dann sind hier die Steine, sind wieder runde Steine. Viel rosa, sehr cool, aber auch bunt. Ja, ganz bunt gemischt. Die Steine, das sind Acrylsteine, sehen gut aus. Ja, auch gar keine Irrläufer. Ja, macht einen guten Eindruck. Jetzt kommt's. Ist irgendwie auch, finde ich, so ein Sommerbild. Aber es passt auch irgendwie zu Weihnachten. Aber für mich persönlich irgendwie, ich finde es eher ein Sommerbild. Was sagt ihr? Candyland. Und ich hatte ja letztens schon mal so ein ähnliches bestellt. Candyland. Oh, ich finde das so mega, Leute. Ne? Hier, das ist so Sahne mit Topping. Dann die Bäume. Das sind so, das ist Eis und Lutscher. Und die Häuschen, mega süß. Das sind nämlich so Butterkekse mit Glasur. Unten noch leckere Bonbons.
Oh, ein Traum. Mega, also ich finde das... Ich freue mich, ich bin gespannt, wie das fertig aussieht, weil der Hintergrund ist so ein bisschen verschwommen, aber man weiß es nicht. Es könnte auch richtig, richtig gut aussehen, ne? Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt und ich finde es cool, dass das so groß ist. Ja, 24 Farben, runde Steine habe ich gesagt. Klebekraft sehr, sehr gut. Das hat so ein bisschen einen dünneren Kleber. Bei den anderen Bildern war es so ein bisschen dickflüssigerer Kleber. Da ist es ein bisschen dünner, finde ich aber nicht schlimm. Ist immer noch sehr, sehr gut. Und die Leinwand ist halt auch so, die ist nicht so störrig. Die ist schon gut stabil, aber die ist auch, also die ist jetzt schon ziemlich gut glatt. Finde ich gut, gerade bei so großen Bildern. Ich lege mir die aber, wenn ich schon weiß, was ich anfangen möchte, lege ich mir die sowieso ja, unter was Schweres. Genau, wenn ich es schon weiß. Meistens weiß ich es einen Tag vorher schon. Kommen wir zum letzten Bild. Da war eben die Speicherkarte voll, aber jetzt habe ich eine frische drin. Und ich habe hier noch ein paar Videos abzudrehen in Bezug auf Diamond Painting. Ja, letztes Bild ist was Großes. Oh ja, oh, ich erinnere mich. Moment, das ist riesig und wie gesagt, das gab es früher gar nicht so. Früher, also vor ein paar Monaten gab es das in den Shops noch gar nicht so mit den großen Bildern, aber ich freue mich. Toolkit, im Zipbeutel sogar, schönes großes Stück Wachs und das ist so ein dunkelrotes, das mag ich sehr gerne. Ja, bei den Steinen kommt vielleicht jetzt erstmal noch nicht so eine große Freude auf, die sind sehr düster, aber ja, das Bild ist halt so. Das sind runde Steine, das sind die Töne. Vielleicht eher so ein Herbstbild. Ich zeig's euch, aber ich find's cool, ich freue mich drauf und ich denke, das wird gut aussehen. In eckigen Steinen wäre es wahrscheinlich auch Bombe gewesen. Habe ich aber nicht gefunden. Aber ich zeig's. Oh, Leute, die Grinsekatze, und zwar die aus dem Film. Oh, die sieht doch mega gut aus, oder? Also ich finde, die sieht hammermäßig aus. Das ist halt so ein Filmausschnitt. So. Ja, so ein Filmausschnitt im Hintergrund. Die Pilze, ja, das ist halt nicht so farbenfroh, das Bild, aber es ist halt einfach so. Tee, Kuchen. Ja. Der Hintergrund ist halt eben so ein bisschen im Bouquet, aber das ist halt so von dem Bild. Das hat 24 Farben, obwohl das so groß ist. Hat viel Color Blocking, finde ich auch echt gut. Es hat schon ein bisschen Konfetti, aber überwiegend Color Blocking. Ich bin so gespannt auf das Bild, wie das aussehen wird, wie das rauskommt. Und da könnte man, jetzt kommt's ich wieder, die nie was bei den Bildern verändert, aber irgendwie gerade bin ich kreativ. Man könnte die Augen mit so Strasssteinen noch machen oder mit leuchtenden Steinen. Die Zähne und die Augen und die Nase, vielleicht mit so Leuchtstein. Oder die Nase nicht, ne? Die Augen und die Zähne halt. Oder den Mund oder so. So wie im Film, ne? Dann würden nur die Augen und der Mund dann quasi leuchten. Das wäre auch richtig cool. Ich zeige euch mal den Druck. Ich finde, man kann es gut erkennen. Klebekraft ist auch sehr gut. Das hier ist das Vorschaubild. Ich werde alles verlinken. Dann könnt ihr schneller drauf zugreifen. Müsst nicht alles durchsuchen. Ich freue mich total über das Bild. Ich bin mal gespannt. Ja. Schön. Das war's mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.